Nice. Komm rein, komm rein. Oh, wann hast du zu... Gut siehst du aus, Obermatt Kensky. Wie bitte? Diese Bilder. Oh, tja, das... Wohin bist du gereist? War meistens auf der Südostasien-Route. Vietnam... Wie war's an Bord? Oh, hab gearbeitet. Schöne Bilder. Nur Wartungsarbeit am Anfang. Den Rumpf schrubben, Müll sammeln. Später wurde ich ein Navigator. Aha, daher der Sextant. Der Gerrits Bay Nationalpark heißt herzlich willkommen. Okay. Fenster öffnen ist vielleicht eine gute Idee. Frische Luft. Ach, schön. Viel besser. Schau mal hier. Wenn sich das Haus dadurch verkauft, umso besser. Wissenhaus Immobiliengruppe, bezauberndes verstecktes Haus. 199.000. Zwei Schlafzimmer, ein Bad. 263 Quadratmeter. Startseite Fotogalerie, Karte über diese Immobilie. Dieses reizend zugeschnittene Holzhaus liegt versteckt in den Wäldern südlich der Canary Road. Etwas außerhalb der wunderschönen Stadt Delios Crossing. Offene Küche und großräumiges Wohnzimmer mit atemberaubendem Ausblick auf den See mit Balkon. Dieses idyllische 5261 Quadratmeter große Grundstück wartet mit mehreren Anbauten auf, darunter eine Scheune, Garage, ein großer Steg sowie einem Bootshaus. Die umliegenden Wälder sorgen für viel Privatsphäre, einfacher Zugang zu Delios Creek, Wanderwege und ein geschützter Lebensraum für Wildtiere zum Entdecken. Bitten Sie um eine Besichtigung. Fordern Sie weitere Informationen an dem Immobilienangebot von China. Heldenhafter Bootskapitän rettet Besatzungsmitglied. Interessant. Datum 28. Zahlbaren Samuel Kinski ohne $150. Richard Kinski Unterschrift. Ah, das ist sein Bruder. Da. Warum liegt eine verbrannte Pfanne in deinem Müll? Oh ja, ich bin eventuell eingeschlafen beim Kochen. Oh. Zum Glück ist nichts passiert. Lachsauflauf. Okay. Speiseplan. Ach süß. Okay. Was ist das alles? Ja. Okay. Ich, setzen. Nur Erinnerung. Ein Schiffchen. Hat deine Mom gemacht. Sie war eine echte Künstlerin. Das stimmt. Bisschen wie du. Schwerter und Intrigen. Ach, hab sie an ihrem Geburtstag eingeladen. Sie hat jede Sekunde gehasst. Auf dem Rückweg hat sie nur über die furchtbare Adaption gemeckert. Schiff, hat er dir gefallen? Hat er dir gefallen? Ich, ja. Bin vor dem ersten Schwert eingeschlafen. Aha. Daran erinnere ich mich. Dies von unserem Trip nach Juno. Für den Ausflug hat sie ein ganzes Jahr lang gespart. Lieber Sam, ich schreibe aus einem kleinen Hotel im Zentrum von Juno, das du mir empfohlen hast. Du hattest recht, die Kinder lieben die Wandmalerei vom Wal. Wir machten aber auch die Raben im Rathaus. Heute haben wir die Straßenbahn hoch zu Mount Roberts genommen. Die Kinder wollten wandern gehen, aber wir sind nur bis zu den Totems gekommen. Morgen werden wir bis zu den Nugget-Wasserfällen wandern, um zu sehen, ob der Gletscher noch so aussieht wie auf der anderen Seite der Karte. Hoffen wir es mal. Ich wünsche dir einen frohen Fang, Marianne.
lieber Sam, die meisten Bären leben nur 20 bis 25 Jahre lang. Also herzlichen Glückwunsch zu deinem 29. Lebensjahr. Ohne dich hätte ich hier mit Sicherheit nicht so lange überlebt. Also danke für alles. Laura hat wirklich Glück mit dir. Ich weiß, du denkst, der beste Teil deiner Vergangenheit ausradiert wurde. Aber solange du es nicht vergisst, wird die Anaischakrose für immer seetüchtig bleiben. In Erinnerung können sie nur etwas kleiner wirken. Ich hoffe, du hast dieses Wochenende etwas Zeit, mit Richie aufs Wasser zu fahren und alles zu fangen, was du verdienst, einschließlich neuer Erinnerungen. Alles Gute, mein geschätzter Freund, Marianne. Guck dir die hier an. Na dann zeig mal her. Sie wirkt glücklich. War sie. Wann war das? Warum trägst du einen Doktorhut? Das hat Laura gemacht. Wir haben Monate an der Scheune gearbeitet. Das Dachdecken war der reinste Albtraum. Der Speicher, der wurde einfach nicht dicht. Warte, es gibt einen Speicher? Ja, das wusstest du nicht? Nein, ich hatte keine Ahnung. Dann können wir da gleich mal hinfahren. Ist das eine Falltür? Ja, sie wollte, dass ich sie versiegle. Ich meinte, es wäre dann echt schwer, Heu da hochzubringen, aber das war ihr egal. Was lagert da oben? Ich habe gemerkt, dass sie nicht darüber reden will, also habe ich es respektiert. Naja, wir müssen es für den Verkauf ohnehin ausräumen. Wir werden es wohl bald erfahren. Ellie, willst du das wirklich durchziehen? Nein. Wie ich schon meinte, das Haus bedeutet eurer Mutter wirklich alles. Es ist alles, was wir noch haben. Das kannst du nicht einfach wegschmeißen. Kann er bitte aufhören, Alkohol zu trinken? Das ist ja super nervig. Marianne gehen. Lass Marianne gehen, tut mir leid. Tut mir leid. Ich weiß, wie schwer das für dich war. Aber du musst weiterleben. Was geschehen ist, ist geschehen. Vielleicht hilft es, mit jemandem darüber zu reden. Habe ich dir je erzählt, wie ich mir das Bein gebrochen habe? Bruch im Schienbein an. 3 verschiedenen Stellen. Ich konnte einen Monat lang nicht laufen. Stehe. War zu nichts zu gebrauchen. Ich war so deprimiert, dass ich es nicht mal aus dem Bett geschafft habe. Aber deine Mom wollte nichts davon hören und ließ nicht locker. Sie hat mich aus dem Bett gezerrt und wir fuhren an einen schönen Ort am Hafen. Wir saßen dort einfach und schauten den Booten zu. Es sind immer die Risse, durch die wir das Licht in der Dunkelheit sehen. Das hat sie gesagt. Du musst lernen, mit dem zu leben, was du hast. Ich denke sehr oft daran. Stehe. Ich muss mich erinnern. Okay.